Und ja, Wake beim Lover's Peak. Der Entführer feuerte noch ein letztes Mal und der Schatten verschwand in der Finsternis, aus der er gekommen war. Da, keine große Sache, Wake. Dass sich Alice in seiner Gewalt befand, machte mich krank. Wir standen auf der Holzplattform von Lover's Peak. Wasserfall und Berge lagen hinter uns. Über uns blickten die Lichter des Antennenmastes. Ich rang den Drang nieder, ihm eins zu verpassen und zwang mich zu sprechen. Also zur Sache, wo ist meine Frau? Ja, die Gedanken hat Alan höchstwahrscheinlich auch. Aber wie gesagt, ich bin mir noch gar nicht so sicher, dass er Alice wirklich in seiner Gewalt hat, sondern vielleicht einfach nur, dass er... Der Anrufer meinte es ernst. Okay, ich wollte gerade sagen, vielleicht will er uns doch nur helfen, aber es sieht dann doch nicht ganz so aus. Barry? Gott sei Dank, wo zum Teufel warst du? Ich versuche schon seit einer Woche, dich und Alice zu erreichen. Ich war krank vor Sorge. Ich bin gestern losgeflogen. Ich bin in Bright Falls. Barry, pass auf. Ich bin auf der Polizeiwache. Hol mich ab. Ich kann jetzt nicht reden. Was zur Hölle ist... Ich musste Breaker überreden, mich gehen zu lassen, damit ich mich im Elderwood-Nationalpark mit Alice Entführern treffen konnte. Okay, also den ganzen Weg noch zurück. Das interessiert uns also noch nicht. Obwohl ich das sehr interessant finde, muss ich sagen. Aber egal. Okay, also. Einmal wieder hier durch. Wie gut, dass dieser Zaun auch wirklich genau mannshoch kaputt ist. Nicht, dass sich Ellen noch irgendwie bücken müsste. So, okay. Was haben wir denn hier? Hier ist nichts. Ach so, das ist so ein Gaszähler oder so. Okay. Noch einmal ganz kurz hier umsehen und dann können wir auch den Rückweg antreten. Na, in diesem Auto ist auch nichts. Könnte das das Auto von dem Arzt sein? Ich meine, der muss ja auch irgendwie hergekommen sein. Okay, sei es drum. Halt! Ich hätte ja fast eine Manuskriptseite übersehen. Oh Gott, ich wette, ihr habt euch schon so an den Kopf gefasst. Mensch! Egal, jetzt haben wir sie ja. Also lesen wir sie uns mal das durch. Das Dunkel als intelligent zu beschreiben, hieße, etwas gänzlich Unmenschlichem mit menschlicher Maske menschliche Qualitäten zu unterstellen. Trotzdem fand es den Ort im Restaurant, der dunkel genug war. Etwas Licht drang in den Korridor, riss an ihm, aber es erduldete den Schmerz. Der Schreiber würde das bald beheben. Er würde zu dem Ort kommen, an dem es noch Macht besaß. Okay, eine sehr mysteriöse Seite diesmal, mit der ich so noch nicht viel anfangen kann, außer dass in deiner wohl ein Schatten... Ein Schriftsteller ist ein Licht, das die Welt der Geschichte aus der Dunkelheit holt und sie formt wie ein Bildhauer einen Stein. Wenn ich aufhöre, stirbt die von mir erschaffene Welt. Die Dunkelheit holt sie sich zurück. Es ist eine lange Reise in die Dunkelheit. Alles Leben steht auf dem Spiel. Ich darf nicht daran denken. Das Grauen lauert am Ende der Wahrnehmung. Ich mache weiter. Hier ist alles möglich. Ich schreibe die Geschichte. Ich rette sie. Oh, jetzt ist das Ding auch noch kaputt gegangen. In was für einer Welt sind wir denn jetzt eigentlich? Oder wann ist dieses geschehen? Fantastisch, Sarah. Ich wollte nur den Schaden bereinigen, denn die Anderson-Brüder bei ihrem letzten bedauerlichen Ausflug eventuell versehentlich angerichtet haben. Sie sind für ihre Taten natürlich nicht verantwortlich. Ich versichere Ihnen, dass meine Mitarbeiter abgemahnt wurden. Thor und Odin haben nie Ärger gemacht, als sie noch auf ihrer Farm wohnten. Allerdings, alles, was wir tun können, ist, das Fortschreiten ihrer Demenz zu verzögern. Geht es Ihnen schon wieder besser, Mr. Wake? Ich würde jetzt gerne gehen. Ist das möglich? Naja, wir müssen noch über ein paar Sachen reden. Bin ich verhaftet? Nein, natürlich nicht. Aber ich muss auf jeden Fall wissen, wo Sie wohnen, damit ich Sie erreichen kann. Das Motel ist nichts. Das Majestic ist bekannt für Kakerlaken. Die Hütten in Elderwood sind aber ganz nett. Das klingt gut. Ich bin Dr. Emil Hartmann. Ich möchte Sie gern in die Cauldron Lake Lodge einladen. Haben Sie mit meiner Frau gesprochen? Ich hatte schon mehrfach das Vergnügen, mit ihr über ihre Situation zu sprechen. Haben Sie was mit ihr abgemacht? Ich habe sie hierher eingeladen. Meine Klinik ist ein Ort, an dem... Oh je, ganz ruhig. Hey, keine
Keiner bewegt sich. Hände weg von meinem Klienten. Wer sind Sie? Ich bin Barry Wheeler, sein Agent. Haben Sie was mit Mr. Wake zu klären, dann reden Sie mit mir. Ihr Landeier, werdet euch noch wundern, wenn ich meine Anwälte loslasse. Mir ist nichts passiert, Sarah. Mir geht's gut. Ich will ihn nicht anzeigen. Mr. Wake, mein Angebot steht noch. Bring mich hier raus. Was zum Teufel sollte das, Al? Wir brauchen keine Wiederholung dieser Sache mit den Paparazzi. Ich dachte, sie würden dich einlochen. Ich musste mit jemandem reden. Ich erzählte Barry alles. Er dachte, ich sei verrückt, aber als er vom Manuskript hörte, hatte ich ihn. Dass ich etwas geschrieben hatte, reichte ihm, auch wenn ich mich nicht daran erinnern konnte. Er roch Geld. Und er glaubte mir, dass Alice entführt worden war. Alles andere war erst einmal egal. Um Mitternacht war ich mit dem Entführer an einem Ort namens Lover's Peak verabredet, irgendwo im Elderwood-Nationalpark. Unser Plan war, eine Hütte zu mieten. Das ist nicht gut, Al. Es gefällt mir gar nicht, absolut nicht. Es ist das klare Gegenteil von gut. Mr. Wake! Barry, Sie haben ihn gefunden. Hi, Rose. Oh, wow. Ich habe auch gerade an Sie gedacht. Toll. Ich habe Rusty eben einen Kaffee gebracht. Er ist auf dem Balkon, kümmert sich um Max. Armer Kerl. Ich muss wirklich los. War schön, Sie wiederzusehen, Mr. Wake. Bis später. Wer ist Max? Was für eine blöde Kuh. Himmel, Mister, ich leg mich mit jedem an. Es ist nicht Ihre Schuld. Sie ist sehr nett. Und was hinzukommt, ein Fan von dir. Ja, irgendwie frage ich mich aber auch gerade, wer oder was ist Max? Ist der zufällig Payne mit Nachnamen? Ich bin mir nicht sicher. Jetzt sind wir also hier in einer Jagdhütte. Können wir auch wieder raus? Ich will hier raus. Um in ihr bis Mitternacht zu warten. Ach komm, da ist ein Auto. Da kannst du auch drin schlafen. Also es sind hier also wirklich kleine Jägerhütten oder so. Aber schon recht niedlich gemacht, muss man sagen. Wenn auch hier viele Jagdtrophäen sind. Da bin ich nicht so ein Fan von, muss ich ja sagen. Jagdtrophäen und Köpfe an den Wänden und so. Was du erzählt hast, hör dir bloß mal selber zu. Was, du hast jemanden erschossen? Und seine Leiche hat sich in Luft aufgelöst? Wann hast du das letzte Mal geschlafen? Bist du high? Hast du was getrunken? Nein, Mann, Barry, mir fehlt eine Woche. Irgendwer hat alles. Alles ist eigentlich, wie es sich anhört, wenn du so ein Zeug erzählst? Ich meine, ist eine gute Story, wie ein Bestseller. Wenn du anfängst, Fiktion mit Realität zu verwechseln, bist du bei 3 für die Klapsmühle. Warte hier. Mensch, Alan hat ja einen guten Wumms auf der Faust. Vielleicht sollte man hier den auch einfach nochmal, ne, ausprobieren. Aber natürlich, ich gehe jetzt noch nicht raus, ich schaue mich erstmal um. Der Grizzlybär, ja, wer noch keinen gesehen hat, der sieht hier auch noch ein bisschen komisch aus. Ne, also seht den euch dann doch lieber mal in echt an, beziehungsweise halt in irgendwelchen Reservaten. Und da? Ach, das ist ein Tierarzt scheinbar. Oder zumindest jemand, der die Tiere präpariert. Ah, hier ist wieder eine Thermosflasche. Super. So, erstmal Kasse ausräumen, ein Espresso schlürfen, dann geht's uns gleich wieder besser. Ja, einmal in die Küche eindringen, sich noch ein Rührei machen. Okay, hier können wir aber nichts tun. So, wo kommen wir denn hier raus? Kommen wir überall raus? Nein, hier ist zu. Und ich wette, da ist auch zu. Oh. Ja, natürlich, da ist auch keine Tür. Ich dachte erst, da wären Türen gewesen. Naja, gut, dann gehen wir einfach mal raus. Ach ja. Ah, die frische Luft einsaugen, dann geht's auch dem Kopf gleich wieder besser. Aber ich kann's ja nur wiederholen, es ist ja eine verdammt geile Aussicht und der Detailgrad so vom Wald, die Bäume und so, also ich finde, das sieht richtig, richtig geil aus. Auch die Lichtstrahlen da so zwischen den Bergen und, oh, schön. Hier möchte ich mich auch einfach mal gerne hinsetzen, einen Kaffee trinken und die Gegend genießen. Ganz ruhig, Junge. Es ist fast geschafft. Hi, Rusty. Stimmt's? Sie vermieten Hütten.
Mr. Wake, ich würde Ihnen ja die Hand geben, aber es geht gerade nicht. Tut mir leid, aber können Sie vielleicht selbst ein Anmeldeformular vom Tisch holen? Es ist gegenüber von Hasenzahn, Charlie. Okay, klar. Was ist passiert? Hirnlose Wilderer. Max ist mit seinem Fuß in eine Falle geraten. Die sind hier verboten. Es ist generell verboten, im Park zu jagen, aber ein paar Hohlköpfe können es einfach nicht lassen. Immerhin kommt Max wieder in Ordnung. Hat Glück gehabt. Max ist noch benommen von der Betäubung. Ich möchte ihn lieber noch nicht allein lassen. Das Formular liegt auf dem Tisch gegenüber vom Mammutskelett. Alles klar. Nun denn. Guter Junge, wir sind fast fertig. Ach ja, wie gesagt, hier einfach mal schön hinsetzen. Und bei dem Ausblick und generell der Stimmung kann ich die klare Luft ja fast schon selbst riechen. Das finde ich richtig toll. Mit einem Entführer treffen. Sowas endet doch immer in einer totalen Katastrophe. Du musst mit den Cops reden. Sie ist meine Frau. Ich entscheide das. Können wir später darüber reden? Nein. Diese ganze Sache. Hör mal, du hast dir den Kopf angestoßen. Ich meine, ey, komm schon. Du musst doch wissen, dass sich das völlig verrückt anhört. Wenn du mich verarschen willst, dann hat's geklappt. Haha, lasst uns Barry verarschen. Tja, du hast mich eingelegt. Echt witzig, Al. Du kannst jetzt aufhören. Ach, Barry, du bist so ein hirnloser Vollochse. Ach, Mensch. Ja, was mir einfällt... Wow, erstmal die Perspektive ändern. Irgendwie komme ich über die rechte Schulter besser klar. Klingt komisch, aber ist halt einfach so. Ja, was ich noch sagen wollte, bevor Barry mich unterbrochen hat, ich finde, das Spiel bringt einfach die Atmosphäre wunderbar herüber. Das ist einfach so schön dicht und voll, diese Atmosphäre, wie mit Vella gewaschenes Haar oder so ähnlich. Was rede ich hier eigentlich? Ich fülle erstmal ein Formular aus. Gleich die Einweisung in eine Klapse, ich glaube, das ist besser. So stolpert er schon über zwei, drei Treppen, die er gehen muss. Ja, ja. Und, ach, da ist die Falle. Ja, das sieht böse aus. Wundert mich ehrlich gesagt, dass der Hund überhaupt noch seine Pfote hat, wenn der da reingetreten ist. Hier ist das Formular. Und hier sind die Schlüssel. Okay, es ist alles geregelt, Mr. Wake. Schön, dass Sie unser Gast sind. Danke. Und wie komme ich zum Lover's Peak? Oh, na klar. Er liegt am Ende des Naturlehrpfads. Der Weg führt Sie direkt dorthin. Es ist ein Spaziergang. Und ein schönes Plätzchen. Ja, für uns wird es bestimmt auch ein Spaziergang. Orientieren Sie sich am Antennenmast. Sie befindet sich genau darunter. Ach, da oben. Ja, yeah, ist wirklich bestimmt ein ganz angenehmer Weg. Ja, und für uns um Mitternacht wird das natürlich ganz besonders. Bups. Und der sich dann in Luft auflöst? Unverwundbar, bis du ihn mit einer Taschenlampe angeleuchtet hast. Das erzählen sonst nur Leute, die bis auf Weiteres in Gummizellen einziehen. Im Bett fixiert, mit weißen Kitteln an, die viel zu lange Ärmel haben. Und jeden Tag bunte Pillen schlucken. Al, du machst dich sonst immer auf mieseste Art über Leute lustig, die so einen Quatsch glauben. Du bist der Skeptiker. Erst letzten Monat bist du stundenlang über Homöopathie hergezogen. Wie war das noch? Solange es keinen Beweis gibt, ist es völliger Quatsch. Punkt. Hab mich wohl geirrt. Al, komm schon. Ich meine, gut. Gut, vielleicht ist dir was Komisches passiert, okay? Na, vielen Dank für dein Vertrauen. Ich will damit nur sagen, dass das alles ein bisschen dürftig ist, Superstar. Was wäre, wenn ich dir sowas erzähle? Du solltest auf keinen Fall nachts mit einer Waffe draußen rumlaufen. Es hat dich niemand hergebeten. Hilf mir bei der Sache oder flieg zurück nach New York. Du hast die Wahl. Trotzdem steige ich jetzt ins Auto, Barry. Da kannst du dir von mir aus auch dreimal die Zunge verknoten. Mann, ist das ein Nervsack, ey. Ich wünschte ja eigentlich wirklich, dass der zurückfliegt. Ja, alle Türen kann er öffnen, indem er dagegen rennt. Das ist doch verrückt, Al. Al? Al?
Wir sollten zum Sheriff oder zum FBI. Verdammt, Barry, sie töten sie. Das ist keine Diskussionsrunde, Barry. Ich gehe zum Lover's Peak und ich soll allein kommen. Okay, okay. Ich verstehe. Du bist mein bester Freund und ich fürchte, dass du durcheinander bist. Hm. Sag mir, was ich tun soll und ich tue es. Du bleibst hier und wenn ich morgen nicht zurück bin, ruf die Kavallerie. Ah, sie...